Weiter geht's. Zweite Runde von unserer Let's-Test-Runde auf dem neuen Test-Server. Wir wollen jetzt einfach mal weiter gucken. Wir hatten jetzt kurz einmal geguckt, um zu zeigen, wie mobil der neue Motor oder die neue Geschwindigkeitsänderung beim T95 ist, beziehungsweise wie mobil der Panzer ist. Wir haben einmal geguckt nach den HE-Granaten von dem neuen Rohr beim Type 5 schwer und jetzt kommen wir zu dem ja mit größten zu der mit größten Änderung der dritten Schiene bei den bei den Deutschen mit dem Panzerkampfwagen 7 mit einem Mäuschen, was es ja schon so oft gab und dann hin und her und jetzt ist er da. Jetzt ist es da, das Mäuschen als 9er Panzer und einem VK-101P. Kurz nochmal zur Erklärung, weil da war auch immer schwer, was zu finden, beziehungsweise ist es ja immer so ein bisschen die ja, hundertprozentigen Aussagen gibt es natürlich meistens erst dann, wenn es soweit kommt. Für mich war immer so, was passiert jetzt? Ist das jetzt dieser neue 7201 K, nicht P? Ich verwechsel das immer wegen dem 4502P. Aber hier steht es jetzt offiziell auf der World of Tanks EU-Seite bei den Patch Notes, dass der VK7201 nicht nur sogar bleibt als Weltkartentrophäe, sondern auch noch eine Reihe von Verbesserungen bekommt. Besseres Geschützhandling, mehr Durchschlag für die Panzergranate 42. Und einem größeren Munitionsvorrat von 35 Schuss. Die Höchstgeschwindigkeit von beidem, also dem 7201, wie auch dem jetzt rein implementierten Panzerkampfwagen 7, wird auf 33 km/h festgesetzt, zusätzlich zur besseren Wandpanzerung. Ich weiß nicht, ob der 7201 dann auch eine bessere Wanne kriegt. Fakt ist, dass der Panzerkampfwagen 7 40 mm mehr Wandpanzerung hat. Ob der VK7201K die dann auch bekommt, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Aber wir springen ins Spiel einfach rein und gucken uns einmal den Tech-Tree dann an. Wie ihr seht, haben wir hier, ich mach mal schnell, weil wir haben es ja, E75, dann ist es heller und einfach übersichtlicher. Zack, na komm, zack und zack. So. Die Zehner hier. Für mich jetzt ein bisschen ärgerlich, weil kam man schon immer vom Tiger P auf den Ferdinand? War das schon immer so? Ja, genau. Okay. Nur vom Tiger P bin ich ja auch auf dem E100er Jagdpanzer halt gegangen. Ach so, gut. Wie ihr halt seht, sonst war ja der Gang E75 zum E100 und VK4502B zur Maus. Ich habe die Maus. Das heißt, ich habe nicht voll erforscht, okay? Also ich bekomme zwar den VK101P erforscht, sag ich mal. Nur nicht Motor und Ketten, nur das Nötigste oder was ich beziehungsweise schon freigeschaltet habe über andere Wege. Und das Mäuschen bekomme ich auch, muss ich nicht extra freischalten und ich habe die Maus. Aber der neue PZ-Kampfwagen 7, um ihn zu bekommen, muss ich dann mir den 4502B nochmal kaufen und den Panzerkampfwagen 7 freischalten. Mit seinen 196.470 EP. Das ist für mich ein bisschen, ja, nicht so gut. Aber gut, was hätten sie machen sollen? Es macht schon Sinn von der Bauweise her, weil wenn man sich die mal anguckt, der VK101P, der neue 8er Heavy,
Sieht ein bisschen so aus wie so ein Mischling aus Maus und Tiger 2, finde ich. Wenn man sich den so in der Garage anguckt. Es wird interessant sein, weil es war ja sonst immer nur Tiger 2 oder VKA. Und der VKA ist ja nicht gerade unbedingt so ein Heavy von der Spielweise her. Es wird interessant sein, wie sich der 8er VK 101P im Spiel schlägt. Ihr seht hier die Werte. Er hat eine Wandpanzerung von 200, 130, 120 und eine Turmpanzerung von 220, 160, 140. Average Damage per Shot, also durchschnittlicher Schaden pro Schuss, ist 320. Pen 200, das sind immer so Werte, das gefällt mir immer nicht, deswegen gucke ich so rein. Also Penetration 220, 250, 65, je nach Munitionstyp und 490, 490, 630 Schaden. Dann haben wir das Mäuschen, um euch das einfach auch nochmal zu zeigen. Das sieht dann wiederum so aus wie ja, Maus. Vielleicht sogar ein bisschen E100. Weil bei der Maus glaube ich. Nicht, dass ich mich da jetzt irre, da kann man ja gucken. Ja, doch mehr Maus. So eine, ja, Mini-Maus will ich gar nicht sagen. Ich bin immer noch so oldschool, dass ich zu meinem Premium 2er Mini-Maus sage. Aber, naja, also ihr seht es. Es ist eine kleinere Maus, deswegen Mäuschen halt. Und das macht schon mehr Sinn, dass man von dem Mäuschen dann auf die Maus kommt. Und dadurch jetzt, von der Bauweise her, war es einfach immer so ein bisschen irritierend, seltsam, aber gut, nimmt man halt so hin. Der Sprung vom VKA zum VKB ist auch immer noch total seltsam. Wer weiß, ob sie das auch noch irgendwann ändern, weil ich finde, der VKA ist einfach so ein Medium Heavy und der VKB ist einfach so ein Panzerschwein. Das sind zwei so grundsätzlich unterschiedliche Spielweisen. Naja, ob das jetzt, wer weiß, Wargamings Wege und Gründe sind immer sehr seltsam. Wir gucken jetzt einfach nochmal, weil ich würde gerne einfach den mal so schon mal fahren. Wir haben ja immer noch den Übungsraum offen und der Painhawk, der Alex, ist immer noch bei mir und wir nehmen einfach mal Panzerkampfwagen 7 gegen den Type 5 schwer. Alles gut bei dir, Alex? Ja, jetzt geht es los. Jawohl, ich bin drin. Sichtweite, muss ich sagen, fällt mir gleich auf. Der hat ja, was hat der für Sichtweite, sag mal? Der hat ja beinahe die vollen 445 Meter. Also ich sehe dich schon, du mich auch? Jawohl, ich hab dich. Okay, weil ich hier aus dem Busch rausgefahren bin. Gehe ich hier zu? Noch bist du aufgelegt. Jetzt bist du zu. Gut, ich habe, da habe ich mich gerade wieder selbst überlistet, weil ich habe natürlich auch eine gute Crew drinne. Aufgedeckt. Ja, schon klar. Habe ja mein Lämpchen, was ich sonst nie auf dem Heavy habe, aber ich habe halt auch ein bisschen Free XP in die Crew reingedrückt. Es ist halt ganz anderes Gameplay, weil Turm hinten und alles.
Und er hat halt, das muss man auch sagen, zu dem VK 7201K ist es, hat er mehr, jedenfalls Stand jetzt, wenn ich es verglichen habe, hat er mehr Durchschlag und weniger Schaden. Da ist der VK 7201K deutlich der Troll-Typ mehr. Average Damage, also durchschnittlich, war der jetzt hier besser. Der Panzerkampfwagen 7. Ist vielleicht, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht ganz nett zu spielen. Ich weiß es nicht. Kommt natürlich darauf an, ob einem die Spielweise liegt. Der VKB. Eigentlich ein sehr guter Panzer, nur ich habe bei dem ständig Durchschläge durch den Helm gehabt. Die Wandpanzerung konnte ich gar nicht richtig einsetzen, weil mir jeder durch den Helm geschossen hat. Und dann habe ich irgendwann wirklich so ein bisschen die Lust an dem ganzen Panzer verloren. Da war ich nachher froh, als ich die Maus hatte, einfach um die Maus zu haben für Aufträge halt, ne? Panzerung abwehren und so weiter und so fort. Sieht natürlich komisch aus, so ein bisschen. Auch die, ich finde diese Bleche links, rechts von der Gun an dem Turm dran. Ich weiß nicht, was für einen Sinn die haben sollen, dass die Leute drauf rumklettern oder soll es das Ganze Vielleicht transportieren? windschnittiger machen? Nee, das sind, glaube ich, so eine. Das sieht so ein bisschen aus wie Laufbleche oder ich weiß es nicht. Vielleicht die Crew transportieren. Ja, falls man noch ein paar Leute mitnehmen soll, komm, tipp drauf. Hätte kurze Distanz drüber geschossen. Wie lange lädst du nach? Ich hab. Moment. Ja? 15 Sekunden. Schon wieder drüber geschossen. Du weißt, du hast nicht die HE-Gun drauf, ne? Nein, Weil die die würde normale. anders aussehen. Bin natürlich, oder sollte mobiler sein. Motor beschädigt. Anscheinend habe ich einen Crit gelandet, aber weiß nicht, was beschädigt war. Nichts. Bist bei meinem Turm abgeprallt. Ja, was will man da zeigen? 10er Heavy, Turm hinten. Wer den VK 7201K im Gefecht schon mal gesehen hat, weiß, es ist an den angelehnt, es ist ähnlich. Soll aber doch ein anderes Gameplay sein bei dem ganzen Fahrzeug. Von daher, ja. Muss man halt schauen. Ich weiß nicht, ist jetzt kein Ding, wo ich jetzt sage, oh geil, da muss man jetzt unbedingt drauf hinarbeiten. Aber vielleicht irgendwann einfach haben ist besser als brauchen. Und dann einfach mal schauen. Restlich halt, oder zusätzlich jetzt noch zu sagen, als nächstes unbedingt, was ich jetzt noch zeigen muss, ist halt der Stronghold, der Bollwerk, beziehungsweise
beziehungsweise Festungsmodus. Und dort ändert sich halt eine Menge. Wie ihr seht, alle vier Wege freigeschaltet. Das ist nicht länger an die Anzahl der Leute im Clan gebunden. Ihr könnt die gleich alle ausbauen, ihr könnt Häuser hinsetzen, je nachdem, wie viele Ressourcen ihr dort habt. Es wurden auch welche rausgenommen, glaube ich. Ein brandneues, einfacheres Format namens Offensive wird die Gefechte um Festung ersetzen. Die Unterschiede zum alten Format kurz erfasst. Eine Niederlage führt nicht dazu, dass Strukturen geplündert werden. Das bedeutet, wenn man dann, ich weiß nicht, ob es wieder ab Stufe 5 ist, aber wenn man dort gegen andere Clans kämpft und verliert, verliert man keine Ressourcen. Die Festung muss nicht mehr jeden Tag verteidigt werden. Es steht dem Clan frei, ob er Angriffe erlauben will oder nicht. Was total geil ist. Ehrlich. Gegnerzuweisungen sind automatisiert. Es ist also unmöglich, einen bestimmten Clan anzugreifen. Und das ist das Ding, was ja damals so extrem schief gegangen ist. Die großen Clans haben sich diese Leichen rausgepickt. Echt, hat auch nichts mit richtigen Gameplay zu tun. Das ist einfach nur meh. Aber so ist es halt gewesen. Und deswegen wurde immer weniger Bollwerk gefahren. Mit dem Wegfall der Plünderung und täglichen Pflichtgefechte wäre es zu einfach geworden, die höchsten Stufen bei der Entwicklung der Festung zu erreichen. Kriegsministerien, die hauptsächlich von den besten und erfahrensten Clans eingesetzt wurden, wären so einer größeren Zahl von Spielern verfügbar. Alle Clans würden sofort nach vorne eilen und Aufgaben mit wertvollen Belohnungen erhalten, wodurch die faire Spielumgebung gefährdet wäre. Um dem Einhalt zu gebieten, ersetzen wir das Kriegsministerium mit Herausforderung mit dem Namen Kriegsspiele. Clans messen sich hier in Scharmützeln und Offensiven und werden nach verschiedenen Kategorien gewertet. Wer es an die Spitze schafft, erhält Gold, fortschrittliche Reserven und andere Belohnungen. Wichtig, diese Änderung wird erst nach Erscheinen des Updates 9.17.1 veröffentlicht. Ihr könnt auch eine neue Option für Scharmützel bemerken. Erstellt man eine Abteilung, kann man diese für andere Spieler öffnen. Ja, auch noch so ein Ding. Ähnlich Teamgefechten und Kompanien ist es jetzt, wobei Kompanien gibt es ja momentan eigentlich nicht. Ähnlich wie bei den Teamgefechten kann man jetzt auch andere Clan-Leute mit einladen. Früher war ja dieses Ganze immer nur auf deinen Clan gebunden, beziehungsweise welche, die keinen Clan hatten, aber du konntest nicht Leute aus anderen Clans mitnehmen. Egal, ob ihr neu seid und Scharmützel ausprobieren wollt oder schon einige Male als Legionär oder Freiwilliger gekämpft habt, könnt ihr auf einem gesonderten Bildschirm die Liste verfügbarer Abteilungen durchforsten und auswählen. Das ist sehr, sehr viel Input, sehr, sehr viel, was sich dort ändert. Jetzt hier seht ihr, es ist auch alles Englisch. Military School, es für Free XP, die man bekommen kann. Back. Und die einzelnen Gebäude. Mehr Gefechtserfahrung. Und hier kann man mehr Industrieressourcen bekommen, indem man solche Sachen wie einen Luftschlag oder so aktiviert oder dergleichen. Das sind so Sachen, die man hier in den Gebäuden freischalten kann. Mehr QXP und so weiter. Also das sind die, wie ihr seht, die einzelnen Sachen, die man dann aktivieren kann, wenn man sie soweit hat. Ich finde es eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich werde mal einmal, Alex, ich werde mal einmal gucken, wie das ist, wenn man jetzt so ein Battle eröffnen möchte oder so, um das einfach auch mal zu sehen oder beziehungsweise zu zeigen. Und ich würde sagen, danach können wir noch ein, zwei Runden mal auf dem Testserver. Ja, Züge fahren, um
dir auch zu zeigen, wie ist es auf dem Testserver und um die Maschinen einmal zu testen. Ich würde dann einfach mal mit dem Type 5 Heavy mal reingehen wollen und gucken, wie verhält sich das mit HE-Gun im Gefecht. Momentan braucht er hier Loading Content. Vorab muss man natürlich auch sagen, wir wollten auf den Testserver und bestimmt auch zeitabhängig. Ich glaube, die sind nicht so ausgelegt für die Anzahl der Leute, die Testserver fahren wollen, weil wir mussten, wir waren, glaube ich, was warst du? Auch so Platz 2500, Alex, oder? Ich war bei 2800. Achso. Das heißt, da sitzt man dann auch schon ein bisschen und wartet, bis man dann auf den Server raufkommt. Daher würde ich jetzt behaupten, braucht das ein bisschen, beziehungsweise wenn das zu lange braucht, werde ich das auch sein lassen, weil ja, dann muss man das nachher nach dem Update halt sehen. Kann natürlich jetzt auch sein, dadurch, dass das Bollwerk so extrem verändert wird, dass viele Clans gesagt haben, hier Leute, ladet euch das jetzt runter und die gehen wirklich als Clan dort rein und testen das Ganze. Wäre natürlich ein Traum für Wargaming, um den Gedanken des Testservers wirklich mal nachzukommen. Ich weiß es nicht. Also generell dauert mir das zu lange, von daher müssen wir das. Kann ich euch das jetzt nicht zeigen, weil ich habe jetzt auch nicht Lust, 10 Minuten hier zu sitzen, um euch dann keine Ergebnisse zu präsentieren. Alex, lass uns einfach mal einen Zug fahren und dann werden wir einfach mal sehen, wie es ist mit den Fahrzeugen. Er möchte die 10er Bachatillon ausprobieren. Gut, und hier seht ihr halt schon, dass nicht nur die geänderten Fahrzeuge gewählt werden, sondern halt auch andere. Was einfach genau dem Gedanken auch nachkommt, dass man hier wirklich alles Mögliche erforschen kann und schauen kann, wie komme ich damit klar, wie spielt sich das. Erste Mal 10er Franzosen-Adi, Alex? Ja, genau. Dann such dir jetzt Was? erstmal einen Platz und lad nach. 60 Sekunden, 70 Sekunden. Ich habe noch Ladebild. Müssen wir mal schauen. Moment. Okay, irgendwas mit 75. Yep. Da lohnt sich dann sowas wie Waffenbrüder, wie Lüftung, wenn es geht. Ich weiß es nicht. Teilweise, wenn es wirklich wichtige Gefechte, oh, wenn es wirklich wichtige Gefechte sind. Dann lohnt sich auch sowas wie so eine wie hier Verbrauchsmaterial, Kaffee oder Origami oder was auch immer das jetzt war. Bei den Franzosen war es, glaube ich, Kaffee oder sowas. Baguette? Keine Ahnung. Ich meinte Schokolade. Nee, das war, glaube ich, Deutsch oder so. Ich weiß es nicht, dafür nutze ich das zu selten. Aber Schokolade war es auf alle Fälle, glaube ich, nicht. Glaube ich. Wieso fahren die Heavys dort lang? Wieso steht ein Medium bei den TDs? Wieso, wieso? Hältst du zu den Heavys hin? Ich bin in deiner Richtung. Ja. Ja, geil. Kranwagen hat nur noch 3%. Läuft bei ihm. Und der 100 steht hier rum. Wäre gleich der nächste, der hier stirbt.
Ja, wie zum Glück hat man auf den Testservern, das ist es halt, man hat auch Spieler von den russischen Servern und so weiter, damit einem hier nicht langweilig wird oder damit man nicht denkt, irgendwo hier wird mal Teamplay betrieben. Nein. Jawohl. Boing. Boing. In Brand gesetzt. Mein letzter Schuss. Ja, Nachladen von 76 Sekunden. Habe ich gerade null Schaden gemacht? Hinter mir kommt ein TD. Der komischerweise links hat. Und zurücksitzt. Ja, gut. Ammo-Rack vom 57 Heavy. Ich habe jetzt gehofft, ich kriege den FV da irgendwie rein. Aber es ist natürlich geil, was hier. Naja. Wie lange lädt es noch? 20 Sekunden. Schön, ne? Auch Gerade wenn für du eine vier Art, Schuss. gerade wenn du eine Artillerie hast mit langer Nachladezeit, solltest du die nutzen für einen Stellungswechsel. Nur so als kleiner Tipp. Erster Treffer. Hier haben wir mal einen Panzerkampfwagen 7 als Gameplay. Der, glaube ich, gerade auf einen eigenen schießen wollte oder so. Ich weiß es nicht. Was ist denn mit dem falsch? Also, kleiner Tipp auch nebenbei für die Leute, die ungeübt sind, was den Testserver angeht. Auch auf dem Testserver hat man, Reports und die gelten allgemein, nicht nur für den Testserver. Das heißt, wenn man es auf den Testserver übertreibt und gesperrt wird, ist man auch so gesperrt. Auf eine Art schon traurig, dass man von übertreiben reden muss. Aber ich kenn's halt auch. Ich bin auch so ein Typ, ich wehr mich halt. Aber naja, das ist halt das Spielniveau bei World of Tanks mittlerweile leider. Gucken wir mal, dass die das jetzt schnell wieder runden kriegen jetzt langsam. Ist nur noch der eine Heavy dort. Und dann können wir mal nochmal eine nächste Runde. Ich hoffe mal auf eine Stadtkarte. Ich würde den Type 5 jetzt mit der HE-Gun gerne mal eine Stadt ausprobieren. Eben gerade war ich ja fast mehr Spotter. War natürlich auch selten dämlich, dem T57 Heavy die Seite des Turms hinzudrehen. Aber naja, wie gesagt, ist der Testserver jetzt, das muss man nicht ganz so ernst nehmen. So, gleich nächste Runde, oder? Jawohl.